Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T-Systems Project Insights. Heute habe ich den Kollegen José Ruz Campos, unseren Product Owner und Business Architect, für das Thema Matchmaker an Bord. José, schön, dass du da bist. Nathalie, vielen Dank für die spontane Einladung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt gerade von der Vorstellung jetzt hierher komme, in dieses tolle Format. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön. Ja, dann verrate mal, wo kommst du denn her? Hast du mich neugierig gemacht. Ich hoffe, ich kann euch die Begeisterung rübergeben, die ich auch gerade hatte. Ich hatte gerade den Matchmaker vorgestellt und ich glaube, deswegen hast du mich auch eingeladen. Der Matchmaker, ich werde euch gleich mehr darüber erzählen. Ich habe gerade Kollegen aus der Slowakei vorgestellt, der Matchmaker. Es ist kein Heiratsvermittler, sondern er verkauft. er versucht einfach den Verkauf von Fahrzeugen besser und kundengerechter zu verbessern. Der Matchmaker bereitet online Fahrzeuginserate vor für Online-Börsen. Hier möchte ich jetzt keinen Namen nennen. Die könnt ihr alle selber, ihr habt schon selber mal gesucht. Und der Matchmaker, die Idee wurde aufgegriffen, nachdem einfach Kunden verschiedene Bedürfnisse hatten. Jeder drängt natürlich und möchte eine größere Kundschaft erreichen auf dem Markt. Wie geht das besser? Natürlich mit Online-Börsen. Es gibt verschiedene, auch Platzhirsche darunter. Und es ist schwierig, sich gegenüber der Konkurrenz hier mit seinen eigenen Inseraten durchzusetzen. Und genau da greifen wir ein mit dem Matchmaker, indem wir einfach die Datenaufbereitung digitalisieren. Wir haben ein System, das trainierbar ist. Ihr werdet euch denken, ja, wie kriegt man das hin? Wir sind markenübergreifend, können wir Fahrzeuge inserieren. Wie schaffen wir das? Wir haben ein trainierbares System. Natürlich brauchen wir hier auch Unterstützung, aber man sieht in unserem System, wenn wir Fahrzeuge einzeln schon trainiert haben, was heißt Training? Also wir machen jetzt keinen 100-Meter-Lauf mit dem, aber nein, wir schauen uns die Ausstattungen an, wir trainieren die. Jeder Hersteller hat hunderte von Ausstellungen und die heißen bei jedem Hersteller anders. Dann braucht man Spezialisten dazu. Wir nehmen Spezialisten, wir trainieren unser System und so können wir dann quasi einen sehr hohen Ausstattungsumfang hier abbilden, sodass wir an der Börse sagen können, dieses Fahrzeug hat Navigation, egal wie der Hersteller das nennt, oder hat Ambilight Head-Up-Display. Und natürlich, später kommt dann die Herausforderung und die Kür. Es ist nicht nur einfach, jetzt die Daten zu nehmen und an die Börse zu schicken, sondern wir können hochkarätige Ausstattungen nach Belieben des Kunden priorisieren, später herausstellen. Wir können virtuelle Ausstattungsgruppen definieren, in die wir pro Hersteller, pro, egal ob das jetzt ein Passagierfahrzeug ist, also ein ganz normaler PKW, ein Van, ein Truck, wir können hier ganz spezifisch in den unterschiedlichen Sparten diese Trainings durchführen, sodass wir sagen, die Ausstattungen sind wichtig, die sollen in die Headline, die Titelzeile, in der Anzeige mit reinkommen. Und so entwickelt sich das System immer mehr und mehr. Und zu guter Letzt, jetzt war ich jetzt nur bei der Datenaufbereitung. Die Kunden, die ich gerade jetzt vorher vorgestellt habe, die waren total begeistert, und zwar unser Image Branding Service, der mit dem Matchmaker hier auch die Bilder aufbereitet. Der Kunde hat die Möglichkeit, pro Marke, pro Standort. Pro Standort hat natürlich jetzt ein Händler hier unterschiedliche Ansprechpartner für PKWs, für Vans, für Neufahrzeuge, für Gebrauchtfahrzeuge. Und so können wir auch mit dem Matchmaker wirklich es ist begeisternd, wie dieser Service gelungen ist. Teiltransparente Rahmen, also Bilder, Fahrzeugbilder in diese teiltransparente Rahmen reinsetzen, wo man scheint, das Firmenlogo der Marke schwebt vor dem Fahrzeug in der Luft mit eingeblendeten Wasserzeichen und vieles, vieles mehr. Und dies können wir dann auch so konfigurieren in unserem System pro Marke, pro Standort, pro Hersteller. Und das war jetzt genau der Punkt natürlich, das kommt rüber. Da war der Kunde jetzt gerade total begeistert. Ich hoffe, meine Begeisterung des Kunden, die kann ich euch ein bisschen rübergeben. José, da muss ich auch wirklich mal einhaken. Also die Begeisterung kommt an, Wahnsinn. Ich möchte vielleicht für unsere ZuschauerInnen auch noch mal zusammenfassen, was du jetzt hier in der Summe und auf die Schnelle hier einfach rübergebracht hast. Also ich habe verstanden, wir haben mit Matchmaker eine Lösung, die schon fertig entwickelt ist, die funktioniert. Mhm. Und mit dieser Lösung kann ich
meine Fahrzeuginserate auf Automobilbörsen bringen. Ja, genau. Und das Tolle ist, im großen Stil, also ich muss nicht mehr in Kleinstarbeit mein Inserat zusammensuchen und zusammenklicken, sondern kann es eben über das lernfähige System Matchmaker tun. Genau, richtig. Nur noch eine Ergänzung. Natürlich bieten viele Börsen an, dass man jetzt hier Fahrzeuge sehr minimal einstellen kann, dort die Ausstattungen quasi hinzugefügt werden. Aber das spiegelt automatisiert natürlich, das spiegelt aber nie wirklich die Realität rüber. Und es gibt dort keine Möglichkeit, jetzt hier zum Beispiel wirklich ansprechende Ausstattungspräsentationen oder Highlighting von Ausstattungen durchzuführen. Bilder müssten dann selber manuell mit irgendeinem Grafikprogramm aufgewertet werden oder ein Wasserzeichen. Das sind manuelle Zeiten. Hier sparen wir den Kunden Kosten für die Einstellung, für die Vielfalt. Dort muss man in jeder Börse ein Fahrzeug einstellen, hat nicht überall die gleichen Möglichkeiten. Der Matchmaker automatisiert das für den Kunden. Ja, klasse. Also das heißt, ich kriege nicht nur meine textuellen Inhalte rein, sondern kriege auch tolle Grafiken über Matchmaker eben mit dem inkludierten Image Branding Service hin, sodass ich mein persönliches zum Beispiel Autohaus in diesem Inserat sehen kann. Ich kann vielleicht auch, du hattest gesagt, Frame, oder man kann auch so Rahmen um die Bilder machen. Kann ich da auch irgendwie spezielle Rahmen auswählen? Gibt es da für bestimmte Anlässe vielleicht Möglichkeiten? Ja, das können wir. Wir können also teiltransparente Rahmen ganz nach dem Bedürfnis der Kunden hier auch bereitstellen. Wir können ihn auch beraten, weil Fahrzeugbilder oder die haben manchmal auch unterschiedliche in der Fotografie unterschiedliche Formate. Das heißt, wir können ihm hier beraten, wie ein Fahrzeug am besten präsentiert wird. Und zusätzlich können wir zum Beispiel auch und für unterschiedliche Standorte zusätzliche Bilder hinzufügen, zum Beispiel für Ansprechpartner oder wenn saisonale Verkaufsaktionen durchgeführt werden, um speziell einen Verkauf jetzt nochmal zu fördern. Und so können wir auch quasi Zusatzbilder hinzusteuern oder auch später zum Beispiel jetzt noch per Zufall oder auf Kundenwunsch Werbebilder zwischen den Fahrzeugen, wo Finanzierungen angeboten werden. Also da sind wir ganz vielfältig. Ja, José, das waren jetzt ja sehr spannende Ausführungen. Wie kann man denn als Zuschauer auf dich zugehen und mal den Matchmaker oder Image Branding Service verproben? Kein Problem. Kontaktiert uns über die eingeblendete E-Mail. Dann kann ich euch persönlich oder unser Team euch den Matchmaker vorstellen und den Image Branding Service. Wir freuen uns darauf. Ja, vielen Dank für deine Zeit, José. Das war wieder eine neue Runde von T-Systems Project Insights. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.